Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monster Hunter Stories 2 mit mir, dem Shining. Ja, beim letzten Mal haben wir den Captain gerettet, so hieß der glaube ich. Und jetzt wollen wir zu seinem Haus. Let's go. Garten von Pobore. Oh, ist auch mal eine neue Stadt. Oder ein neues Gebiet. Pobore ist wahrscheinlich die neue Stadt. Ich habe es auf den zweiten Blick gesehen. Ich könnte jetzt natürlich hier auch rumfliegen. Die Möglichkeit habe ich ja jetzt mittlerweile. Aber ich will ein bisschen laufen. Den Rubin-Basarius habt ihr ja schon gesehen. Den brauchen wir nicht bekämpfen. Jolzbar-Erz. Oh, ich kann ein bisschen neues Zeug sammeln. Die Slagtoffe kennt ihr auch schon. Ich halte hier nur nach Monstern Ausschau, die ihr noch nicht kennt. Da oben ist ein Einsbau, den hole ich offscreen. Weil das sind vom Prinzip her nichts anderes als normale Baue mit besonderen Kisten drin, wo ich einfach ein bisschen hier an diesen Tatzendingern da sammeln kann. Ist jetzt nicht so spannend tatsächlich. Ich sehe übrigens, dass wir den nächsten Koop-Part haben. Oh, der zweite Nagakuga. Ja, bitte, gerne doch. Dann habt ihr direkt von Anfang an einen Kampf im Video und könnt euch nicht beschweren. ich bräuchte eigentlich einen Techniker beim Nagakuga. Aber ich habe keinen im Team. Passt ja. Ne, Leute. Sag, wie wär's? Du gehst auf die kleinen Viecher und ich gehe so lange auf den großen. Obwohl, wenn ich gleich hier den barenweiten Hieb mache, dann zieh ich sowieso alle weg. So, er macht die Hochspannung, damit er von Anfang an mehr Schaden macht. Ist beim Nagakuga auch nie verkehrt. Der hat, glaube ich, sogar eine Donnerschwäche, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, wahrer weiter Hieb. Deckt mit euch. Oh, die Bna Harpers leben noch. Naja, eins lebt noch. Jetzt müsste er Angriffstyp sein. Ich habe übrigens noch nicht den Herzschuro gefuttert. Also nicht wundern. Ja, er ist jetzt ein Angreifer. Genau, du machst eben eine Hakra weg und ich kümmere mich um den da. Der hat verstanden, was ich von ihm wollte. Oh, er greift doppelt an, wenn er wütend ist. Ich muss nach dem Kampf dringend Herzschuros futtern. Nicht das Monster will ich wechseln, sondern die Waffe. Erstmal den fleischigen Stoß. Ich hätte die Donnerwaffen nehmen sollen. Sag mal, hättest du vielleicht gerne mal die Güte, auch hier Geschwindigkeitsattacken zu nutzen? Damit wir hier weniger Schaden kassieren. Danke. Immer muss man nachhelfen. So, den Doppelschwung, dann habe ich den auch durchgezogen. Aua, den Angriff mag ich nicht. Der fliegt auch noch betäubt hinzu. Der kann mich betäuben, der Dreckige. Oh, der uralte Trank stellt ein Leben wieder her. Auch interessant. Ich habe mir den bisher gar nicht angeguckt. Gut zu wissen. Was war das denn? Er ist nicht mehr wütend, also geh bitte auf Donnerreißzahn. Und geh auf den Bauch.
Danke. Es ist wieder wütend. Aber macht nicht wirklich was. So, Schlafsiegelschläger auf den Schweif. Ach, ich hätte auch nur mal sicher gehen sollen, dass er den Schweif nicht angreift. Naja, jetzt ist er schon kaputt. Die Liste komplett hier, ich bin offscreen dann. Alter. Ich drücke hier schon wie ein Berserker. Man hört das, glaube ich, sogar. Ich schluck mal den uralten Tank, weil ich glaube, sonst sind wir verratzt. Ich hätte es auf Yannick nutzen sollen. Ja, er ist gelähmt. Und haut Yannick trotzdem aufs Maul. Ja, ich hätte es Yannick geben sollen. Das war Eigenverschulden. Dass der aber auch immer noch nicht müde ist. Ich lad mal auf. Der ist ja eh gelähmt. Das Ausweichen plus von ihm ist ja mies. Alter, dieser scheiß Betäubt-Status. Ab in mein Team mit dir. Ich gehe ihm auf Bauch. Schneller Schuss. Ich weiß, im Monsterbrechen ist hier präferieren besser. Das müsst ihr mir nicht erzählen. Ich weiß, dass man damit besser Körperteile bricht. Ich muss jetzt direkt meinen Kameraden hier auswechseln. Ich habe nämlich keinen weiteren uralten Tank und ich kann ihn nicht zweimal gleichzeitig heilen. So, er hat wenigstens volles Leben, dann kann ich gleichzeitig eine Vitali-Essenz nehmen. Ich hätte wirklich vor dem Kampf einen Schuro fressen sollen. So, du kümmer dich mal darum. Ich habe gesehen, dass der Sabbat, also hier guten Appetit. Ich kann nicht ein Herz heilen und gleichzeitig den Kameraden hochheilen, das geht nicht. Ich mag das mit dem Betäuben überhaupt nicht. So. Er hat für mich eine Runde eingesteckt. Ich muss einmal einen Parabellschuss machen. Dann habe ich das wenigstens auch durch. Ich habe hier nochmal einen Teil zum Schluss gebrochen. Donner. Faust, bitte. Während ich dich heile. Nee, warte, ich heile uns beide. Das ist viel schlauer. Wegen diesem komischen Nadelangriff. Der haut so extrem rein. Sorry, ich muss noch mal einen Farbball werfen. Wen hältst du denn aus? Kein Ei. Hätte ja sein können. So, ihr habt einen Kampf in der Folge gehabt. Jetzt dürft ihr euch nicht beschweren. Da hinten wollte ich hin, ne? Ansonsten scheint hier, glaube ich, auch kein neues Vieh jetzt wirklich rumzurennen. Ich kann ja ein bisschen rumschauen. In den Höhlen sind manchmal noch andere Viecher, wie man draußen sieht. Da ist nochmal ein grüner Nagakuga, den bekämpfe ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt wirklich erstmal zu der Stadt. Fast in den Hermit Tower reingerannt. Ab nach Orgos Haus. Die feline Zuflucht. Ich habe, glaube ich, damit dann jetzt die Stadt der Katzen entdeckt, oder? Ich dachte, die Stadt heißt Pomora, aber nein, wir sind einfach eine feline Zuflucht.
Mautstastisch ist das. Die freuen sich auch. Die freuen sich, dass ich da bin. Da freue ich mich doch auch. That's right. As you can see, it's a shelter for felines. A shelter? For those who eine Zuglo für die Katzen. And got nowhere else to lay their heads. How did they lose their homes? You saw the pit earlier, right? Our village used to be right there. Da war eins ihr Dorf und das wurde zerstört. I had no idea. I'm so sorry. It's tough times for everyone, but I haven't lost my spirit. I got my family. That does help. Das ist immer hilfreich. Our village wasn't enough. Terrifying monsters are hanging around the pit. Some are acting real strange, like the one you saved me from. Ja, aber in der Koropeko. Is there some way we can help? Yes, Sarge, don't be shy. Ask for anything. Anything? We're family. Wir wollen helfen, ne? We help each other out, especially during hard times. Oh, thank you guys. Ich habe das Gefühl, ich werde hier keinen Kameraden bei mir haben. Okay, Blütenprachthain ist unser nächster Anlaufpunkt. Gucken wir uns hier doch mal ein bisschen um. Frostpilze kann ich dir direkt geben. Jetzt habe ich den kühlen Nebel. Werde ich später noch brauchen, wahrscheinlich. Weil es gibt 100 pro ein Vulkangebiet. Okay, ein Quiz. Gucken wir, ob wir intelligent sind. Das werde ich First Try schaffen. Ich tippe mal auf den Bogen, weil man da nicht in den Nahkampf geht. Was bestimmt das Element eines normalen Angriffs eines Monsters basierend auf den drei Angriffsarten? Monsterangriffe sind nicht immer Elementangriffe. Okay, war falsch. Ja, der Bogen. Monster ist natürliches Element sonst? Hä? Okay, da habe ich irgendwas komplett falsch verstanden. Das stärkste Element bestimmt das. Welches der folgenden bestimmt, welches Element ein Rider beim Angriff nutzt? Das Waffenelement. Nur beim Thema Monster habe ich nicht aufgepasst. Es kann übrigens sein, dass die Folge kürzer ist als sonst. Weil bevor wir mit der Ebene anfangen, würde ich gerne mit dem nächsten Koop-Part anfangen. Okay. Die Fassfeline, die kennt man sogar. Die sind sehr bekannt. Und ich soll für den hier eine bestimmte... Ach, von Kabersiegen, Koropeko. Ich habe jetzt hier keinen Schmied oder sowas in der Art gesehen. Bevor wir hier aber hier das mit dem Koop-Part bestimmen... Es tut mir leid, ich habe vergessen, den Avatar wieder anzumachen. Könnt das als einen Fehler verbuchen. Gucke ich jetzt erstmal in mehr Spiele rein und sag euch dann, ob überhaupt neue Questen dazugekommen sind. Und wenn ja, wie viele. Es ist eine Koop-Quest dazugekommen, aber es ist eine Erkundungsquest. Wir haben ja beim letzten Erkundungsteil gemerkt, dass die sich ein bisschen ziehen kann. Deswegen machen wir hier dann doch heute den Cut. Heute mal ein bisschen kürzer. Ihr habt ja trotzdem Kampf gehabt. Seid froh, dass ich den Nagakuga vorher bekämpft habe, sonst hättet ihr eine 5-Minuten-Folge. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, kennt ihr den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.